Mülltonne. So, jetzt erstmal den Kofferraum ausladen. Meine Güte, sind das viele Boxen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Peter, was hast du wieder gemacht? Du hast einfach übertrieben. Oh je, Mini, merke dir fürs nächste Mal, man sollte niemals hungrig einkaufen gehen. Das sind definitiv zu viele Donuts für uns. Aber bei der Auswahl in dem Laden konnte ich mich echt nicht entscheiden. Also, ich sage, dass es nicht meine Schuld ist. Es ist ja ein Schnäppchen. Hä, was ist das? Papa? Ja, ich bin's. Kannst du mir bitte helfen? Wo kommen denn die ganzen Donuts her? Hast du etwa Dunkin' Donut überfallen? Sehr witzig, Anna. Sehe ich etwa aus wie ein Räuber? Hilf mir doch einfach. Die sind doch nicht alle für uns. Naja, es war ein Sonderangebot. Die Donuts waren um die Hälfte reduziert. Und ich konnte einfach nichts widerstehen. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden, welche ich nehmen soll. Also habe ich alle genommen. Na, da bin ich mal gespannt, was Mama davon halten wird. Aber lecker sehen sie wirklich aus. Siehst du? Und deshalb musste ich sie einfach alle kaufen. Aber Papa, es sind so viele. So viele, dass wir einen eigenen Dunkin' Donut aufmachen können. Anna, die Idee ist gar nicht so schlecht. Mein eigener Laden. Mensch, dass ich darauf nicht gekommen bin. Eine Stunde später. Na, wie haben wir das gemacht, Anna? Das sieht gut aus. Sie sehen alle super lecker aus. Aber wer soll denn das alles kaufen? Ach, Anna, da wird mir schon irgendwas einfallen. Papa, wir haben Hunger auf was Süßes. Was ist denn hier los? Wo ist der Tisch denn hin? Oh mein Gott, wo hast du denn den ganzen Donuts her? Och, die habe ich alle gekauft. Das war aber ein Riesenschnäppchen. Haben wir einen eigenen Donutladen? Ganz genau, für heute schon. Was hätten denn die Damen gerne? Wir haben hier zum Beispiel im Angebot Krümelmonster-Donuts, gefüllt mit Schokoladencreme, Einhorn-Donuts, Double Chocolate, Apfel, Miraculous Donuts oder doch lieber gefüllte mit Pudding oder Erdbeermarmelade. Eure Entscheidung. Ich nehme, mal überlegen. Es sind zu viele. Da kann ich mich gar nicht entscheiden. Das kenne ich. Das sieht man ja an den ganzen Donuts, die ich gekauft habe. Darf ich auch zwei haben? Nimm erst mal einen und wenn du dann noch Hunger hast, kannst du dir ja noch einen zweiten holen. Okay, ich nehme ein Krümelmonster-Donut. Einmal das Krümelmonster für die junge Dame. Bitte sehr. Dankeschön. Und du, Laura, für welchen hast du dich entschieden? Ich hätte gern einen Einhorn-Donut. Oh ja, der ist sehr lecker. Bitteschön. Danke. So, ihr zwei, lasst es euch schmecken. Möchtet ihr auch noch einen Milchkaffee dazu? Papa, wir trinken doch keinen Kaffee. Weiß ich doch, ich meine natürlich Kakao. Oh ja! Ja, bitte. Hier, euer Kakao, aber seid vorsichtig, er ist noch sehr heiß. Danke. Hey Greta, wir machen ja ein Picknick. Ja, stimmt, aber wir sitzen doch nicht auf einer Wiese. So, Anna, und für welchen Donut hast du dich entschieden? Ich glaube, ich nehme Double Chocolate. Alles klar. Bitteschön. Danke. Meine Güte, was ist denn hier los? Da bin ich nur kurz einkaufen und unser Haus wird zum Dunkin' Donuts, oder was? Leg dich nicht auf, such dir lieber einen Donut aus. Lenk mich ab. Wie hast du das angestellt? Und was hast du dir dabei gedacht? Ach, Victoria, das ist eine lange Geschichte. Komm, such dir einen Donut aus und ich mach dir einen schönen Kaffee. Ich gehe mich erstmal umziehen und dann will ich eine Antwort. Es gibt gleich noch richtig Ärger. Papa, das ist dir schon klar? Ach, ich muss nur die Donuts loswerden, dann beruhigt sie sich schon wieder. Und wie willst du das anstellen? Och, lass mich mal machen. Ja, Mama, ihr möchtet nicht zufällig etwas zum Kaffee haben? Dann kommt doch mal vorbei. Das sind aber viele Donuts. Hast du die alle selbst gemacht, Peter? Nicht so ganz. Sucht euch einfach welche aus, die packe ich euch ein. Dann nehmen wir den hier und so einen grünen und einen gelben mit dem Lachen da. Und einen von den weiß-blauen hier vorne. Okay, alles klar. Oh, hallo Oma, hallo Opa. Hallo Anna. Bitte sehr und guten Appetit. Dankeschön, bis bald. Ja, bis bald. Es sind immer noch so viele. Ich weiß, Anna. Dann verkaufen wir sie draußen. Das ist die Idee. So, Peter, jetzt hätte ich gern gewusst, was das hier alles soll. Oh, das gibt Ärger. Naja, es war so, ich wollte nur ein paar Donuts für uns kaufen. Aber dann waren sie um die Hälfte reduziert und ich musste sie einfach mitnehmen. Aber
Nur weil sie reduziert waren, kannst du doch nicht alle Donuts aufkaufen. Wer soll die denn alle essen? Und zum Wegwerfen sind sie ja viel zu schade. Mach dir keine Sorgen, ich habe schon einen guten Plan. Ach, du und deine Pläne. Davon möchte ich lieber nichts wissen. Ich gehe zum Sport. Mach das. Möchtest du vorher einen schönen Cappuccino und einen Donut? Nein, danke. Und ich hoffe, dass der Spuk vorbei ist, wenn ich wieder zurück bin. Ich kümmere mich schon darum. Hier, Anna, du kümmerst dich um unsere Kasse. Muss es unbedingt diese sein? Haben wir keine andere? Nein, leider nicht. Ist doch egal, wo das Geld reinkommt. Hauptsache, wir verkaufen Donuts. Ja, kommen Sie und schauen. Es sind super leckere Donuts, die Sie hier kaufen können. Danke, wir möchten keine. Schade, die beiden haben gerade was verpasst. Wow, Donuts von Dunkin' Donuts. Ganz genau, Heinrich. Das ist ja unglaublich. Normalerweise sehe ich den Laden nur in der Stadt. Darf ich einen haben? Aber ich habe gar kein Geld dabei. Du kriegst einen umsonst. Such dir einen aus. Danke, ich kann mich gar nicht entscheiden. Hey, cool, ihr habt sogar Ladybug Donuts. Möchtest du den? Nein, ich nehme lieber den Orangenen da. Alles klar, hier, guten Appetit. Danke. In diesem Tempo dauert es noch ewig, die ganzen Donuts zu verkaufen. Aber ein wenig Zeit haben wir ja noch. Guck dir das mal an, Bro. Die haben hier mitten auf dem Gehweg einen Donutstand. Denkst du das, was ich denke? Ja, auf so einen Donut hätte ich auch schon Bock. Na los, dann hin, dann holen wir uns zwei. Da kommt Kundschaft. Du, Papa, das ist der Typ, der mich letztens beim Schlittschuhlaufen geschubst hat. Ach was, man sieht sich immer zweimal im Leben. Sie kommen her, Anna. Hey, yo, Digga, ich will einen Schokodonut. Für mich auch. Das macht 2 Euro. Hier. Danke. So, junger Mann. Einmal und zweimal. Oh Mist, ups, das tut mir jetzt aber leid. Oh Mann ey, das ist jetzt echt blöd. Den kann man ja nicht mehr essen. Kein Problem, ich habe im Haus noch Schokodonuts. Ich hole dir schnell einen. Aber bitte diesen nicht auch noch fallen lassen. Nein, nein, der wird sein blaues Wunder erleben. Wer meine Tochter ärgert, der hat eine kleine Abreibung verdient. Hier, dein Donut. Na endlich, wird aber auch Zeit. Na, der hat die Nettigkeit nicht gerade erfunden. Gleich wird's lustig. Was hast du gemacht, Papa? Ach, nur einen kleinen Denkzettel verpasst. Bäh, was ist denn das? Boah, ist das eklig. Was ist Slide? Das ist ja widerlich. Also meiner schmeckt super. Ist das Senf? Will der mich etwa veräppeln? Hey, ist da etwa Senf drin? Oh wow, meine Güte. Du bist ein Glückskind. Du hast den mit dem Senf erwischt. Heute ist dein Glückstag. Herzlichen Glückwunsch. Was soll das heißen, herzlichen Glückwunsch? Na, wenn man den einzigen mit Senf erwischt, hat man ein Jahr lang Glück. Ist doch schön, oder nicht? Oh echt? Ist das abgefahren? Okay, dann ciao. Das stimmt doch überhaupt nicht, oder? Natürlich nicht, aber er hat es uns abgekauft. Nach und nach leert sich der Stand. 2 Stunden später. Es sind immer noch 5 über. Ich mag hier nicht mehr stehen. Und Hunger habe ich auch keinen. Ja, dann muss ich halt die letzten wohl selber essen. Aber das schaffe ich locker. Die sind aber auch Papa, lecker. Papa, du kriegst noch Bauchschmerzen. Ach, Quatsch. So, jetzt den pinken noch. Ich kann nicht mehr. Den letzten lassen wir für Mama über. Oh Mann, mein Bauch tut so weh. Ich kann nicht mehr. Aua, bin ich voll gefuttert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu geben. Tschüss.